Namaste. Das ist heute eine Yoga-Klasse, in der wir uns im Wesentlichen über federnde, schüttelnde oder auch ziehende oder Sinkbewegungen erfrischen werden im Körper. Es ist ein Kurzprogramm, um Anspannungen oder Anstrengungen oder Verspannungen aus den tiefen Gewebsstrukturen unseres Körpers herauszubewegen. Und das ist eine Yoga-Praxis, die ist im Wesentlichen weniger für die Muskulatur interessant. Also wir werden nicht in dieser Praxis bestimmte Muskeln anspannen und Kraft erfahren, sondern wir werden den Fokus auf das Bindegewebe verlagern, also auf die Faszienstrukturen des Körpers, die netzwerkartig uns im Inneren umhüllen und verweben. Wir brauchen natürlich die Sehnen, die die Muskeln mit den Knochen verbinden und die Muskelhäute, ja, also Muskeln sind ja auch umhüllt von Häuten. Und das alles sind Strukturen des Bindegewebes, die wir mit diesen federnden, spielenden oder auch nach innen orientierten Bewegungen heute erfahren werden und erfrischen werden. Und da geht es gar nicht so darum, wie das Äußere aussieht oder den Fokus auf eine bestimmte Haltung zu verlagern. Denn wir werden zwar klassische Yoga-Haltungen heute entdecken, aber doch insgesamt im Fluss sein in dieser Praxis. Und beginnen heute in der Rückenlage. Stellt einfach die Füße auf und beginne die Beine ganz locker auszuschütteln. Und dann kannst du sehr schöne verschiedene Schütteltechniken probieren. Ja, mal gucken, mal spüren, wo die Muskeln am meisten schwingen und durchgeschüttelt werden. Vielleicht auch mal ein Bein in die Luft schütteln. Ja, dann können die Muskeln der Beine, die Anstrengungen, die aus den Tagen und den Wegen dieser Tage hinter dir liegen, einfach loswerden. Dann heb das rechte Bein bitte nach oben, schüttel es nochmal ganz locker aus. Und dann beginne den Fuß zu beugen und zu strecken. Damit auch das Fußgelenk, also ein Teil des Sprunggelenks, mobilisiert. Der andere Teil kreist den Fuß, auch hier weich und groß, mal so rum und mal so rum kreisen. Und jetzt winkel den Fuß bitte an und stell dir vor, dass deine Rückseite des Beines wie ein Gummizug ist. Und dieser Gummizug geht vom Sitzbeinhöcker bis hoch zur Ferse. Und probier diese Rückseite, diesen Gummizug etwas mehr lang zu dehnen. Du dehnst die Beinrückseite, schiebst die Ferse hoch und löst den Zug auf und schüttelst das Bein aus. Und ein zweites Mal dieses imaginäre Gummiband der Beinrückseite dehnen, die Ferse hochschieben. Das Bein lang machen und loslassen, ganz locker ausschütteln. Und dann stell den Fuß wieder zurück und vergleiche die Seiten. Und dann heb das linke Bein hoch und schüttel das ganz locker aus. Und dann beginn den Fuß zu beugen und zu strecken. Auch zu kreisen. Natürlich auch in die andere Richtung. Nochmal ausschütteln. Und ich stelle dir auch hier ein imaginäres Gummiband der Beinrückseite vor, vom Sitzbein hoch zur Ferse und dehne dieses Gummiband. Schieb die Ferse hoch und streck das Bein. Spür diesen Zug und lass ihn los. Schüttel das Bein aus. Und ein zweites Mal dieses imaginäre Gummiband langziehen. Diese Spannung wahrnehmen und rausschütteln aus dem Bein. Und dann stell den Fuß bitte wieder zurück. Dann heb dein Becken ein Stück ab, das muss gar nicht hoch sein, und beginn es mal so ganz locker bitte zu bewegen, zu kreisen oder hoch und runter zu federn oder auszuschütteln. Ja, das kannst du alles ganz verschieden miteinander vereinen und einfach spüren und erfahren, was in der Mitte deines Körpers jetzt gut tut, wie du sie beleben möchtest. Und wenn du genug getan hast, dann setz einfach dein Becken wieder zurück zur Unterlage. Und dann heb die Arme bitte hoch, auch hier ganz locker ausschütteln. Beginn die Hände zu kreisen. Und bleib in dieser Kreisrichtung und mach ganz weiche, sanfte Fäuste und nimm den kleinen Unterschied wahr. Ist ein bisschen entspannter, diese Bewegung. Und dann öffne die Hände wieder und kreise in die Gegenrichtung.
Und nochmal ganz weiche Fäuste machen. Und dann halte inne, öffne die Hände, ganz weit auffächern und mache jeweils eine Faust. Und das so schnell es geht. Öffnen, schließen. Das ist noch sehr leicht, aber gleich wird es anstrengend. Da weigern sich so langsam die Finger mitzumachen. Dann fängt es an zu brennen in den Unterarmen. Beobachte, was hier geschieht. Immer noch ganz schnell weitermachen. Öffnen, schließen. Dieses Strömen, diese Wärme, diese Hitze wahrnehmen. Und diesen kleinen Widerstand, wenn du gar nicht mehr willst. Und nicht da hinein versteifen, sondern auch weitermachen, weitermachen und ganz locker ausschütteln. Und dann legst du die Arme wieder zurück und spüre euch einen Moment nach, wie das jetzt noch aktiv ist, ja, wie die Arme ganz präsent sind, wie sie kribbeln, pulsieren, vielleicht auch ein bisschen brennen. Gut. Und dann umarm bitte deine Knie im Anschluss und beginn so ein ganz locker leichtes Schütteln mit den Beinen. Das ist so eine ganz lockere, kleine Schüttelbewegung. Ja, nimm sie auch im Rücken wahr. Das ist ganz locker, leicht. Und dann schüttel nochmal alles von dir aus. Und komm bitte in den Sitz hoch. Dann such dir einen bequemen, angenehmen Sitz. Und du brauchst nachher für die Yoga-Praxis auch, wenn du sie hast, zwei Yoga-Blöcke. Ich habe mir die schon mal bereitgelegt hier. Und vielleicht hast du sie auch oder nutzt etwas Adäquates, um dich nachher darauf abzustützen mit den Händen. Wie jetzt den Sitz. Auch hier weniger an eine äußere Form denken, sondern eher einen Sitz finden, der sich gut anfühlt für dich jetzt. Und wenn du ihn hast, dann ja, beweg dich hier im Sitz. Also ganz leicht und frei räkeln. Wenn du dich jetzt fragst, was du genau tun sollst oder ob das eine bestimmte Reihenfolge haben muss, wie das noch besser aussehen könnte, dann ist das immer eine Frage des Verstandes und des Kopfes. Und das ist eine Yogastunde, die uns vom Kopf, von der Ratio wegführt und in den Körper, in die Körperwahrnehmung hineinträgt. Also lass eher den Körper antworten auf Bewegungswünsche. Und spür, wie der Rücken sich bewegt. Und was er hier tun möchte. Sogenannte eindimensionale oder einachsige Bewegungen sind beispielsweise Beugen und Strecken deines Oberkörpers. Und ich möchte dich einladen, daraus eine sogenannte mehrdimensionale Bewegung zu machen. Also nicht nur Beugen, Strecken, sondern dabei auch mal kreisen oder dich drehen. Und da ganz viele Bewegungsrichtungen miteinander vereinen. Und das ist das, was dem Bindegewebe des Körpers sehr gut tut. Ja, was es belebt und erfrischt. Also ganz viele räkelnde, genüssliche Bewegungen. Beobachte auch, wie die Schultern auf diese Ideen antworten. Schultern und Nacken. Oh, dann streck deine Arme aus, nach oben, nach vorn, zur Seite, ein bisschen nach hinten. Und stell dir ganz viele Gummibänder in deinem Körper vor, die du lang ziehst. Ja? Wenn wir die Hüfte jetzt stabilisieren und über die Fingerspitzen ganz weit wegschieben. Gut. Dann bitte ich dich, die Arme auszubreiten und sie nach hinten zu federn. Und versuch das gar nicht muskulär zu bremsen, sondern so richtig hineinfedern nach hinten. Und das mit ganz unterschiedlichen Armpositionen. Ja, das sind sehr schöne elastische Bewegungen, die Schultern, Brustmuskulatur, die Arme und so weiter. Ganz locker federn. Und dann wieder alles ausschütteln und dann bring einen Moment die Arme wieder zurück nach unten und spüren der Bewegung nach, wie sich das Körpergefühl jetzt präsentiert. Wir drehen uns jetzt nach rechts. Stützt du die rechte Hand hinter dir auf und bringst die linke Hand zum rechten Bein. Jetzt stell dir ein Gummiband vor von der linken Hüfte und das geht diagonal über die Bauchmuskulatur hoch, über die rechte Brustmuskulatur zur Schulter. Ja, von links unten nach rechts hoch und das siehst du auch an deinem T-Shirt, das dehnt wahrscheinlich jetzt sowieso in diese Diagonale auf. Und dann probier mit diesem Gummiband zu arbeiten und das in dieser Drehung immer mal wieder zu lang zu ziehen.
Das geht über die Drehung selbst, wenn du dich mehr oder weniger eindrehst, aber auch über die rechte Schulter, wenn du sie zurückfederst oder wenn du dein Brustbein hebst. Und dann kommen wir wieder zurück, streck dich hoch und vergleich die Seiten. Und jetzt neigst du dich nach links, linke Hand aufstützen, rechte Hand über den Kopf bringen. Jetzt stell dir ein Gummiband vor, von der rechten Hüfte, die du nach unten fixierst, über deine rechte Flanke, die Schulter, die Achsel, den Arm, bis in die Fingerspitzen. Und versuch dieses Gummiband zu visualisieren und daran immer wieder zu ziehen. Sowohl über den Arm, wenn du dich über die Finger weit wegschiebst, als auch über diese Seitbeuge, die du hineintauchst. Dann beobachte für dich dabei, was geschieht, wenn du dich nach links eindrehst und mal nach rechts aufdrehst. Was macht das mit diesem Gummiband in deiner linken, in deiner rechten Seite? Entschuldigung. Atme da auch ganz frei hin. Und komm dann wieder nach oben und vergleich die beiden Seiten. Ruhig mal ausschütteln. Und dann drehst du dich nach links. Jetzt visualisiere das imaginäre Gummiband an der anderen Diagonale, also von der rechten Hüfte über die Bauchdecke aufsteigend zur linken Brustmuskulatur, zur linken Schulter. Und probiere an diesem Band zu ziehen. Mal sanft über die Drehung, mal spritzig über das Hineinfedern. Und dann komm wieder zurück, bitte, heb die Arme hoch und streck dich aus und beug dich nach rechts. Jetzt deck dir dieses Band in der linken Seite, die linke Hüfte fixierst du und von dort streckst du dich ganz weit weg, bis in die Fingerspitzen. Dann probier mit ganz verschiedenen Ideen, so ganz genüsslich an diesem Band zu ziehen. Und auch wieder in die Bewegung fließen, also mal nach rechts eindrehen und nach links aufschrauben. Und dann kommt bitte auch hier wieder hoch und vergleicht die beiden Seiten. Und löst wieder auf. Auch hier im Nachspüren bewegen und ein sehr schönes Wahrnehmen des Körpers kultivieren. Jetzt verschränk die Hände bitte hinter dem Kopf und lehn deinen Kopf ganz weich gegen dieses imaginäre Handkissen nach hinten an und dreh jetzt ganz locker um dich herum. Ja, auch hier nicht kraftvoll, also Kraft wären so ganz zackige Bewegungen, das kommt aus der Muskulatur. Lass die Muskulatur ganz locker, ganz gelöst sein dürfen und beginn einfach ganz erfrischend zu federn in diese Drehbewegung. Wir machen das noch einen Moment, du kannst ruhig den Blick auch vorn belassen. Also richtig hineinfedern in die Drehung, zurückgefedert werden, sodass das alles ein Gefühl bekommt, dass es dich belebt und gar nicht viel Kraft braucht oder dich anstrengt, sondern so richtig frei sein kann, frei und locker und leicht. Und dann lass es ausklingen. Und nimm wahr, wie es sich jetzt zeigt, dein Körpergefühl, wo etwas kribbelt, strömt, wo du etwas spürst. Und dann lass uns dann in den Vierfüßler weitermachen. Und da kannst du dich gerne auch weiter bewegen im Vierfüßler, so wie das für dich jetzt gut ist. Vielleicht mal auch die Beine ausschütteln. Und dann bitte ich dich, zum abwärtsschauenden Hund hochzukommen und dich hier zu bewegen. Also nimm alles, was wir heute tun, eher lebendig an und denk da weniger an eine Form, wie es aussehen muss, sondern lass es entstehen über Bewegungen, über Hineinräkeln,
als würdest du das erste Mal diese klassischen Yoga-Haltungen für dich entdecken. Wir entdecken sie in der Mobilität. Und dann gleite bitte in den Liegestütz nach vorn. Hier ruhig ein paar Mal vor- und zurückschieben oder mit dem Becken hoch und runter. Und dann gleite bitte in die Bauchlage nach unten. Und reckel deine Schultern mit oder unabhängig voneinander. Du kannst dich auch schlängeln, rechts und links. Und dich dabei drehen. Aber alles in einem wunderbaren Wohlgefühl erfahren. Ja, nicht gegen deinen Körper, nicht gegen eine bestimmte Struktur bewegen, sondern immer mit den Möglichkeiten, die du heute und jetzt hast. Und genau mit dieser Idee schlängelst du dich hoch in die erste Rückbeuge. Hier ruhig weiter bewegen. Und dann kommst du zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann beginnen ihn so ganz locker zu hüpfen. Ganz weiche, lockere Hüpfer. Na, richtig hineinfedern. Das Becken schwingen lassen. Und dann lauf oder hüpf nach vorne Richtung Hände. Und komm in eine halbe Vorbeuge und schlängel dich nach vorn. Und dann stütz dich auf die Oberschenkel bitte auf in eine Hocke und beweg dich auch hier, wohin das jetzt auch gut tut. Und von dort reikelst du dich weiter hoch und hoch und hoch und hoch und höher und streckst die Arme aus. Jetzt sind die Füße fixiert. Streck dich von dort über die Fingerspitzen ganz, ganz hoch. Und probier immer wieder die imaginären Gummibänder deiner Seiten zu dehnen, die jetzt von der Ferse bis in die Fingerspitzen hochziehen. Gut. Und dann öffne die Arme zur Seite und beginne ein ganz lockeres Schwingen um die Achse deines Körpers. Und nimm diesmal wirklich die Arme mit. Lass sie richtig um dir herum gleiten und fliegen. Auch hier eine Bewegung, die gar keine besondere Kraft braucht. Ja, du musst ganz locker bewegen und mit jedem Mal wird es ein bisschen erfrischender und leichter und nicht schwerer oder müder. Ganz, ganz lebendig, ganz befreit. Na, lass ruhig die Arme nach hinten anklopfen, das ist eine ja, sehr schöne ja, klopfende Massage. Oh, dann lass es ausklingen. Ja, wenn du ankommst und landest, dann spür, wie es sich jetzt zeigt, dein Körpergefühl. Wie du atmest. Und beginne dann bitte eine ganz lockere, hüpfende Bewegung. Ganz locker, einfach sanft hüpfen. Und das kannst du auch ja, für dich ganz selbst tun. Also ruhig ein bisschen baumeln lassen, die Arme, die Schultern mithüpfen. Vielleicht auch mehr auf einen Bein und mehr auf das andere hüpfen. Ja, also mit dieser Grundidee, dass du ganz, ganz spielerisch alle Anstrengungen aus deinem Körper herausbewegst und herausschüttelst, herausschwingst. Das kannst du auch mit den Fersen in der Luft machen. Ich meine, hier kleine Hüpfer machen. Und dann lande auch hier bitte wieder. Und ja, beginn den Körper auszuklopfen. Ganz lockere, sanfte Klopfer. Von den Armen beispielsweise in die Schultern, über den Schulterbereich, den Nacken. Die andere Seite. Also ein bisschen am Brustkorb klopfen.
oder auch in den Rückenbereich oder das Becken und die Beine. Okay, und dann nochmal bitte einen Moment nachspüren, ganz neugierig. Wo kribbelt da jetzt was? Wo strömt etwas? Und dann bitte ich dich für die nächsten Sequenzen an, dir die Blöcke oder deine adäquaten Unterlagen bereitzulegen. Und zwar im vorderen Teil deiner Unterlage. Und dann kommst du einfach mit mir in eine weiche Vorbeuge. Du kannst die Knie gern beugen, den Oberkörper nach unten fließen lassen, die Arme ausgleiten lassen und in dieser Vorbeuge den Oberkörper entspannen. Und das am besten mit kleinen Räkelbewegungen. Ja, die Schultern bewegen, den Kopf baumeln lassen, die Arme baumeln lassen. Und dann kannst du daraus auch eine sehr schöne, sanfte Federbewegung machen. Aber immer nur, wenn es dir gut tut. Ja, so ein bisschen federn mit dem Oberkörper. Und dann spüren, was macht das denn mit den Gummibändern deiner Körperrückseite? Auch wenn du nach rechts und links federst und läufst, was passiert da? Gut. Und dann lass dich ausgleiten nach unten und stell dir jetzt die Gummibänder deiner Beinrückseite noch einmal ganz bewusst vor. Um sie zu aktivieren, ziehst du deine Sitzbeine hoch und schiebst die Fersen tief. Ja, und dann entspann dich wieder an der Rückseite. Noch einmal die Sitzbeine hochziehen, die Oberschenkel nach hinten schieben, die Fersen an den Boden schieben und lösen. Jetzt machst du mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück und dann nutz ruhig bitte diese Hilfsmittel für die Hände. Und beginne mit dem Becken ganz locker hoch und runter zu federn. Na, wir sind jetzt in den Gewebsstrukturen, also Bindegewebsstrukturen deiner Beine. Das kannst du sehr schön am rechten Oberschenkel spüren, wie der sich federn lässt, sich mal langziehen lässt. Und dann beobachte, was passiert, wenn du die hintere Hüfte etwas, hintere Ferse, entschuldige, nach außen und nach innen drehst. Was macht das denn mit den Federzügen in deinem Oberschenkel? Und dann ziehst du mal mehr oder mal weniger oder sind auch andere Muskeln, die wir hier aktivieren können. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zur Mitte und lass es einen Moment ausfedern. Jetzt die linke Hand gut unter die Schulter positionieren. Dann bringst du den rechten Arm hoch und drehst dich nach rechts auf im Oberkörper. Rechter Arm über hinten, wieder nach unten und nach vorn. Mach das ganz groß weiter mit dem rechten Arm. Und beobachte für dich, wie der Rücken antwortet. Wo mag er sich mal mehr aufdrehen und mal wieder eindrehen? Während du mit den Fingerspitzen ganz große Kreise in die Luft malst. Und nochmal einatmen nach vorn hoch, aus nach hinten runter. Letztes Mal einatmen vorn hoch. Aus, wieder zurück nach unten. Und dann kommst du an, federst wieder mit dem Becken und stell dir vor, du lädst dich jetzt mit Bewegungsenergie auf und eventuell, wenn du Lust hast, einfach mit ganz lockeren Sprüngen die Beine wechseln. Ups. Oder du läufst, einen Schritt zurück, einen Schritt nach vorn. Jetzt ist der rechte Fuß vorne am Ende, dein Becken federt weiter, ganz locker hoch und runter. Auch hier kannst du spielerisch die hintere Ferse mal nach außen und mal nach innen drehen und dann spüren, was das jetzt in den Federbewegungen und den gedachten Gummibändern deiner Oberschenkel macht. Und dann kommst du mit der Ferse wieder in die Mitte, lässt das Becken sanft zur Ruhe kommen, die rechte Hand auf den Block stützen und den linken Arm ist ganz frei, einatmend nach vorn hoch und aus, wieder nach hinten runter. Und das machst du weiter, ganz großzügig. Beobachte, wie der Rücken mitgeht in die Bewegung.
wie er sich verdringt. Nochmal ein großer Bogen, bis du dann wieder mit der Hand unten ankommst und dann beginnt dein Becken wieder zu federn. Und nochmal die Füße auszuwechseln. Rechter nach hinten, linker nach vorne. Und hier ausfedern, ankommen. Jetzt schieb deine rechte Ferse bitte weit nach hinten weg. Heb dein Brustbein nach vorn hoch, mit dem Blick nach vorn. Und spür, was das jetzt im rechten Oberschenkel bedeutet. Also ein sehr langes Gummiband der Vorderseite, das vom Fuß über Oberschenkel, Vorderseite, Bauch, Brustkorb bis hoch in die Schlüsselbeine geht. Und das wird dehnen. Hintere Ferse schiebt zurück, Blick hebt nach vorn. Und dann jetzt roll bitte nur mal deinen Kopf ein und schau unter dir nach hinten. Und schon allein diese Kopfeinrollbewegung entspannt den rechten Oberschenkel. Ja, vergleich dir mal den Blick nach vorn hochheben. Dann spürst du, es beginnt deutlich mehr zu dehnen. Ja, mal ganz locker federn. Und letztes Mal die Position wechseln. Rechter Fuß nach vorn, linker nach hinten. Hier ausfedern, linke Ferse wegschieben, Brustbein nach vorn heben, Blick heben und jetzt spannt sich die linke Seite auf. Auch hier den Kopf einrollen, unter dir nach hinten schauen, spüren, was macht das im Oberschenkel? Der entspannt sich etwas und wir spannen ihn noch einmal, schieben die Ferse zurück und heben den Blick nach vorn, heben das Brustbein nach vorn. Und lösen diesen Zug wieder auf. Mach einen Schritt zurück, bitte. Der Hund hier weiter bewegen. Nochmal kleine Hüpfer machen. Bitte dich dann in den Vierfüßler zurückzukommen. Dann kannst du diese Blöcke oder Unterlagen zur Seite wieder ablegen. Im Vierfüßler dich weiter bewegen. Und nochmal ganz in Ruhe nachspüren, dass alles jetzt geworden ist in deinem Körpergefühl. Gut. Dann greif mit der rechten Hand bitte ganz weit nach vorn und bring den linken Unterarm parallel zu dir, um dich darauf mit der Stirn abzulegen. Jetzt kann dein Becken nach hinten fließen und du dehnst deine rechte Seite auf. Lass dich mit der Atmung hier hineinfließen in die Weite deiner rechten Seite. Und komm dann bitte wieder zurück. Aus dem Vierfüßler die linke Hand nach vorn positionieren. Rechter Unterarm parallel und darauf legst du deine Stirn ab. Lass dein Gesäß zurückschmelzen, während die Hand nach vorn fließt. Und das spannt die linke Seite auf. Atme dich dort hinein. Und komm damit auch hier wieder zurück. Nur sagen wir die Bewegungen, die jetzt schön sind. Und wechsel dann bitte zum Sitz zurück. Und dann denk auch hier wieder weniger an eine äußere Form, also welcher Sitz jetzt toll sein sollte, sondern welcher Sitz gut ist. Und wenn du ihn gefunden hast, dann schließ die Augen bitte und nutz diesen Sitz ruhig nochmal dynamisch, also weniger als Form, in der du dich anpassen musst, sondern als etwas, das lebendig ist. Ruhig nochmal spüren, wie dein Körper über die Bewegungen diesen Sitz entdeckt. Wo magst du dich jetzt nochmal hinräkeln? Was freut sich über Bewegungen? Und dann lass ihn so langsam entstehen, diesen und deinen ganz individuellen Sitz. Dann ist unser Körpergefühl freier geworden im Verlauf dieser kurzen Yoga-Praxis. Wir haben versucht, über Schütteln, Ziehen, Sinken
und dehnen, bestimmte Strukturen des Körpers zu mobilisieren und Anstrengungen herauszulösen. Und das kann ein sehr schönes, freies Körpergefühl im Laufe der Zeit entstehen lassen. Ein freier und lebendiger Körper ist eine Voraussetzung dafür, dass du bequem sein kannst, bequem sitzen kannst oder Anspannungen lösen kannst. Und das ist auch die Basis für eine lebendige Atmung. Nimm also wahr, wie du jetzt atmest, wie es atmet. Man kann es ganz frei und natürlich atmen. Denn die Atmung muss jetzt nicht gegen einen bestimmten Widerstand oder eine feste Struktur deines Körpers gegenatmen. Es ist ganz frei, der innere Körper lässt sich atmen. Beobachte das insbesondere mit jedem Einatemzug, den du erfährst. Immer dann strömt frische Luft nach innen in die Räume deines Körpers. Und er spannt sich auf. Ja, du atmest ein, dein innerer Körper spannt sich auf. Nach vorn, nach oben, nach hinten in den Rücken und nach unten zum Becken. So eine Bewegung von innen nach außen. Und wenn du ausatmest, dann von außen wieder zurück nach innen. Das aufgefächerte Gefühl, es löst sich und fließt zurück in einen mittleren Punkt. Es atmet dich lebendig und frei. Und dieses Gefühl der Freiheit, der Lebendigkeit, auch einer inneren Weite, das macht auch etwas mit dem Geist. Vielleicht kann er sich von dem lösen, was ihm durch den Kopf ging, was dich vorhin noch beschäftigt hat. Dann darf auch der Geist weit werden. Weit und klar. Und genau diese Qualitäten, diese innere Weite und Lebendigkeit, das Gelöstsein von Anstrengungen oder Anspannungen, genau das darf dich durch diesen weiteren Weg des Tages begleiten. Und so bitte ich dich zum Ausklang dieser gemeinsamen Praxis, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann öffnest du die Arme, machst einen ganz genüsslichen, weiten, freien Bogen nach oben und bringst im Ausatmen die Hände zurück zur Stirn, zum Mund und zum Herz. Und beginnst es für dich noch einmal neu. Und wenn du ankommst vor dem Herz, dann verbeug dich vor dir und vor ihm mit einem kleinen Dankeschön für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und wenn du soweit bist und dich aufrichten möchtest, dann können auch die Augen sich langsam wieder öffnen. Und ich danke dir für die Lust, heute mitzumachen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute und Namaste.